Dass die Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste innerhalb der Harry Potter Geschichte nicht unbedingt immer die besten ihres Fachs waren, nun, da wird mir vermutlich jeder von euch beipflichten. Egal, ob einem Voldemort aus dem Hinterkopf rausguckte, eingebildete Hochstapler und Betrüger oder sogar Fanatiker, die Folter zur Disziplinierung gutheißen, Harry selbst musste in Bezug auf sein eigentliches Lieblingsfach auf Hogwarts schon einiges durchmachen. Doch wie kam es eigentlich zu all den ganzen Personalfehlentscheidungen? Ganz kurzer Zwischencut, Leute. Ich habe in meinen YouTube-Analytics gesehen, dass insgesamt 57% all meiner Zuschauer noch kein Abo hinterlassen haben. Und ich dachte mir, vielleicht möchtet ihr das ja an dieser Stelle mal kurz nachholen. Ich würde mich riesig darüber freuen und jetzt viel Spaß weiterhin mit diesem Video. Wie konnte gerade einem Albus Dumbledore, seinerzeit der mächtigste Zauberer und obendrein Schulleiter von Hogwarts, sowas offenbar nicht auffallen? Nun, diese Frage werden wir im heutigen Skriptvideo mal genauer beleuchten und dabei zu einigen sehr interessanten Erkenntnissen kommen. So viel kann ich euch versprechen. Von daher euch allen ganz viel Spaß beim Zuschauen. Um die Frage nach all den offensichtlichen Fehlentscheidungen Dumbledores beantworten zu können, ist es wichtig, dass wir gemeinsam erstmal ein klein wenig in die Vergangenheit reisen. Weit vor die Zeit von Harrys erstem Verteidigungslehrer Professor Quirrell. Genauer ins Jahr 1945, kurz nach Voldemorts Schulabschluss auf Hogwarts. Der zu dieser Zeit noch als Tom Riddle allgemein bekannte junge Mann hatte, wie jeder in seinem Alter, die schwierige Entscheidung zu fällen, was er nach seiner Schulzeit mit sich anzufangen gedenkt. Für ihn stand jedoch schnell fest, dass er gerne die Stelle des Verteidigungslehrers auf Hogwarts einnehmen würde. Eine Stelle, die zumindest seiner überaus hohen Qualifikation mehr als entsprach. Die Gründe für Tom Riddle waren einerseits, dass er Hogwarts als sein wahres Zuhause ansah, verständlich, wenn man sich vor Augen führt, aus welchen Verhältnissen er stammte. Andererseits wollte er das Schloss weiter studieren, seine Geheimnisse entdecken und gleichzeitig seine einflussreiche Position als Professor nutzen, um neue Anhänger seiner Todesser zu indoktrinieren und schlussendlich zu rekrutieren. Der damalige Schulleiter Armando Dippet lehnte Riddles Angebot freundlich ab, vor allem aber, weil er ihn für zu jung hielt und riet ihm, sich in ein paar Jahren erneut zu bewerben, wovon der einstige Verwandlungsprofessor Albus Dumbledore dringend abriet. Einige Jahre gingen ins Land und schließlich wurde Dumbledore als Dippets Nachfolger zum neuen Hogwarts-Schulleiter ernannt. Auch Tom Riddle, inzwischen bei vielen schon als Lord Voldemort bekannt, kam seiner einst gegebenen Chance nach und ersuchte den Schulleiter erneut. Doch mit Albus Dumbledore hatten sich die Dinge für Tom Riddle völlig geändert. Dumbledore konfrontierte Riddle nach einem kurzen, oberflächlichen, aber freundlichen Gespräch mit der naheliegenden Wahrheit. Nämlich, warum Tom die Stelle überhaupt wolle, da Dumbledore sehr wohl wusste, dass Tom überhaupt keine Lust hatte zu unterrichten. Riddle, welcher Dumbledore natürlich nicht seine wahren Beweggründe nennen konnte, verließ schließlich die Schule und verfluchte aus lauter Zorn die Stelle des Verteidigung gegen die dunklen Künste-Postens. Wonach diese Stelle fortan niemand mehr für mehr als ein Jahr innehaben konnte. Ein starker und anspruchsvoller Fluch, der Wirkung zeigte. Denn wie wir alle wissen, war niemand bis zum Tod Voldemorts 1998, einschließlich Albus Dumbledore, dazu imstande, diesen Fluch zu brechen. Das erklärt zwar, warum der Lehrer von Jahr zu Jahr gewechselt wurde, nicht aber die eigentliche Frage des Videos. Es sei denn natürlich, Dumbledore wusste von diesem Fluch, denn das würde vieles in Bezug auf diese Frage verändern. Ja, Dumbledore wusste von eben jenem Fluch auf Hogwarts bzw. auf der Stelle des Verteidigungslehrers. In Harry Potter und der Halbblutprinz in Kapitel Lord Voldemorts Gesuch heißt es von Dumbledore, ich zitiere: Du musst wissen, seit ich Lord Voldemort diesen Posten verweigerte, konnten wir in Verteidigung gegen die dunklen Künste keinen Lehrer länger als ein Jahr behalten. Zitat Ende. Zwar benennt Dumbledore hier den Fluch nicht explizit, doch warum sollte er diese zeitlich definierte Regelmäßigkeit erwähnen, wenn er es doch als bloßen Zufall abtun würde? Vor allem in dem Kontext, wo er mit Harry über Voldemorts Vergangenheit spricht. Ergo wusste Dumbledore, dass seine Lehrer in diesem Fach regelmäßig, sprich jedes Jahr, ausgetauscht werden mussten. Harrys erster Lehrer in diesem Fach war der stotternde Professor Quirrell. Und auch wenn dieser zugegeben im Nachhinein betrachtet keine sonderlich gute Wahl war, würde ich ihn, davon abgesehen, dass er Voldemort auf seinem Hinterkopf hatte, nicht als schlechte Wahl werten.
Denn an sich war Quirrell kompetent in seinem Gebiet, unterrichtete bereits einige Jahre zuvor das Fach Muggelkunde und hatte sich Dumbledore gegenüber als fähigen Lehrer erwiesen. Ich gehe nicht davon aus, dass Dumbledore von seinem dunklen Geheimnis wusste, was aber auch nochmal sehr viel Stoff für ein eigenes Video wäre. Richtig übel wurde es erst ab Harrys zweitem Jahr mit Professor Gilderoy Lockhart, einem Hochstapler, der sich mithilfe von Gedächtniszaubern die Erinnerungen und Erfolge anderer zu eigen gemacht hat, um Ruhm und Anerkennung zu gewinnen. Dumbledore ist ein weiser alter Mann mit vielen Kontakten in der gesamten Zaubererwelt. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass er von Lockharts Hochstaplerei wusste. Oder dies zumindest erahnte. Eventuell dachte sich Dumbledore, dass sich Lockhart innerhalb dieses Jahres selbst entlarven würde, wenn er, erwartbarerweise, den hohen Ansprüchen eines Lehrers nicht gerecht wird. So wie es ja auch schlussendlich kam. Eine andere Theorie ist, dass Dumbledore Lockhart als Lehrer einsetzte, um Harry ein negatives Beispiel für Ruhm zu vermitteln. Denn wie wir wissen, musste sich Harry vor seiner Hogwarts-Zeit nie mit seiner Berühmtheit auseinandersetzen, und zu sehen, wie Lockhart auf schmierige Weise immer wieder versuchte, ins Rampenlicht zu steuern, könnte Harry gezeigt haben, was für ein Arsch er ist, und ihm wiederum Demut lehren. Wenn ihr mich fragt, bin ich eher für die erste Theorie, da Harry eigentlich schon von Anfang an durch die Dursleys geläutert schien. Weswegen ich auch nicht glaube, dass Dumbledore eine derartige Belehrung für nötig gehalten hätte. Noch dazu einen Lehrer einzusetzen, nur um einem einzigen Schüler eine Lektion zu Wobei, lassen wir das. Harrys dritter Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste würde wohl auch keiner von uns als Fehlbesetzung definieren. Wenngleich Remus Lupin als Werwolf innerhalb der Zaubererwelt natürlich sehr kontrovers diskutiert wurde. Trotzdem denke ich, dass Dumbledore einen tieferen Grund für seine Ernennung hatte, denn zur selben Zeit brach Sirius Black aus Azkaban aus. Ein Mann, der gemeinhin als jener Mensch betrachtet wurde, der Harrys Eltern an Voldemort verriet. Dumbledore wusste, dass Sirius Harrys Pate war und er Harry um jeden Preis finden wollen würde. Und auch wenn Dumbledore von Sirius Unschuld wusste, Harry tat dies nicht. So könnte Dumbledore Sirius' guten Freund Remus Lupin bewusst eingesetzt haben, um Harrys Vertrauen zu gewinnen. Ein Vertrauen, was später dazu führen könnte, dass Harry Lupins Worten glaubt. Dass Harry Lupin glaubt, dass Sirius Black unschuldig ist. Denn wer würde das schon besser wissen als sein einstiger bester Freund, zu dem Harry seit einem Jahr darüber hinaus ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut hat? Auf keinen Fall denke ich, dass es bloßer Zufall war, dass Sirius' guter Freund Remus genau in dem Jahr Lehrer auf Hogwarts wird, in dem Sirius aus Azkaban entkommt. Oder was meint ihr? In Harrys viertem Schuljahr kam es für Hogwarts knüppeldick, denn der angebliche Auror Alistair Moody entpuppte sich zum Schuljahresende als Barty Crouch Junior, ein Todesser Voldemorts. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Dumbledore diese Erkenntnis vor seiner Ernennung noch nicht hatte. Worüber ich aber auch nochmal in einem gesonderten Video sprechen möchte. Ergo dachte Dumbledore sehr wahrscheinlich, dass er wirklich den berühmt-berüchtigten Auror Moody unter Vertrag genommen hat. Doch mit welchem Hintergrund? Klar, ein Auror wäre schon alleine wegen seines Berufs ein geeigneter Verteidigungslehrer. Jedoch gehe ich hier von einem anderen Grund aus. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass in Harrys viertem Schuljahr das Trimagische Turnier stattfand. Ein Turnier, in dem unter anderem auch Durmstrang vertreten war. Es wäre gut möglich, dass Dumbledore Moody als Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz von Harry einsetzte, denn es war Moody, welcher einst den Durmstrang-Schulleiter und ehemaligen Todesser Igor Karkaroff gefangen nahm, weshalb Moody auch sehr gut über Karkaroff Bescheid wusste. Immerhin hat er sich als Auror sehr mit diesem beschäftigt. Vermutlich war es Dumbledores Intention, einen ehemaligen Todesser nicht ein ganzes Jahr ohne Kontrolle in Hogwarts zu beherbergen. Und Moody, als derjenige, der Karkaroff geschnappt hat, war einfach die beste Wahl. Vermutlich plante Dumbledore, Moody nach einem Jahr eh wieder zu entlassen, da er ihn ja eh aus dem Ruhestand zog. Blöd nur, dass es nicht Moody war, den Dumbledore dann nach Hogwarts holte. Die schlimmste Besetzung war aber wohl die nun folgende. Zumindest, wenn man nach Sympathie geht. Dolores Jane Umbridge war Harrys Verteidigungslehrerin in dessen fünften Schuljahr. Und ohne jeden Zweifel eine absolute Fehlentscheidung. Nicht aber von Albus Dumbledore, denn dieser hatte mit ihrer Einstellung tatsächlich nichts zu tun. Umbridge wurde auf Grundlage des Bildungsdekrets Nummer 22 vom Zaubereiministerium selbst zur Professorin ernannt. Dieses Bildungsdekret, verabschiedet von niemand Geringerem als Cornelius Fudge,
stellte fest, dass für den Fall, dass der Hogwarts-Schulleiter keinen Kandidaten für eine Lehrstelle stellen konnte, das Zaubereiministerium befugt war, eine geeignete Person auszuwählen und zu ernennen. Wobei geeignet ganz offenbar ein sehr dehnbarer Begriff war. Immerhin wusste Dumbledore, dass ihr Schicksal bis zum Ende des Schuljahres besiegelt sein würde. Der letzte Lehrer, welcher vor Dumbledores Tod eingestellt wurde, war bekanntermaßen Severus Snape, welcher zuvor das Fach Zaubertränke unterrichtete und seit Jahren Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten wollte. Der naheliegendste und offensichtlichste Grund war, dass Dumbledore unbedingt Professor Slughorn verpflichten musste, da er die wichtigen Erinnerungen an Tom Riddle in sich beherbergte. Da Slughorn Zaubertrankprofessor war, war Snapes ursprüngliche Stelle nun neu vergeben und so brauchte er eine neue Stelle. Warum also nicht jene, die er schon immer wollte und in welcher er immenses Potenzial mitbrachte? Aber Dumbledore wusste doch von dem Fluch. Wieso also wollte er Snape womöglich irgendeinem Risiko aussetzen, wo er doch wusste, dass er auf seiner Seite steht? Nun, wir dürfen nicht vergessen, dass beide den Plan austüftelten, Dumbledore am Ende des Jahres zu töten, um die Macht des Elderstabs sowie das Vertrauen Voldemorts für Snape zu gewinnen. Es war wohl für beide absolut absehbar, dass Snape nach dieser Tat nicht einfach weiter den Verteidigungslehrer abgeben würde. Einerseits, weil Voldemort dieses Fach eh in dunkle Künste änderte, und andererseits, weil Snape bekanntermaßen zum neuen Schulleiter von Hogwarts ernannt wurde. Und ich denke, dass Dumbledore sich über diese Entwicklung bereits vorher im Klaren gewesen war. So gesehen war absehbar, dass Snape auf keinen Fall länger als ein Jahr diese Stelle innehaben würde, wodurch auch die Folgen des Fluchs kalkulierbar waren. Schlussendlich wurde der Fluch im Jahre 1998 durch Voldemorts Tod gebrochen. Und da das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste nach Snape eh nicht mehr in der Form existierte und durch dunkle Künste ersetzt wurde, ist ohnehin fraglich, ob der Fluch nicht bereits ein Jahr zuvor annulliert wurde, da er sich bekanntermaßen eben nur auf Verteidigung gegen die dunklen Künste bezog. Aber dies ist eine reine Vermutung meinerseits, deswegen schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten würde ich mich auch allgemein sehr freuen, eure Einschätzung zu den verschiedenen Lehrern zu hören. Gibt es vielleicht Punkte, die ich vergessen habe oder die ihr anders seht? Auch damit würdet ihr mir und vielen anderen Potterheads da draußen sehr weiterhelfen. Wenn dir gefällt, was ich so auf YouTube mache, dann schau doch gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Dort kannst du mich gegen einen monatlichen Wunschbetrag finanziell unterstützen und mich so gleichzeitig unabhängiger von meinen Aufrufzahlen auf YouTube machen. Als kleines Dankeschön wirst du dann auch hier am Ende eines jeden Skriptvideos im Abspann genannt. So oder so freue ich mich aber natürlich auch über jedes neue kostenlose Abo auf meinem Logo und jeden Daumen nach oben auf diesem Video. In diesem Sinne einen schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!